Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben Freitag, gleich eins schon. Warum ich so geknickt gerade aussehe, weil eigentlich das nicht so geplant war bis heute. Ich bin in der Decke eingetüllt, mir ist so kalt, warum auch immer. Ja, ich bin eigentlich schon sehr, sehr lange auf dem Bein gewesen. Ich bin ganz früh aufgestanden, musste zum Physio. Und dann war ich auch zum Physio und da wurde also heute so dreifach Anwendung sozusagen. Fango und Armmassage und Rücken. Und danach war ich kurz noch beim Edeka. Hab Eier geholt. Gestern haben die Kinder Eier verbraucht. Ich dachte, dass wir einkaufen waren. Ich habe noch welche, als ich nach Hause gekommen bin. Ich glaube, da waren nur noch zwei Stück oder so. Na, ich habe ja erzählt, dass bei uns so eine ganze Packung Eier für meine Kinder einfach so ein Snack zwischendurch ist. Genau. Da habe ich dann Eier gekauft gerade. Dann bin ich nach Hause gekommen und mir war so kalt. Mir ging es überhaupt nicht gut. Der Arm geht es immer noch nicht so gut. Der Arm tat richtig weh, weil Laura heute auch wieder geknetet hat. Ne? Das muss ja, das ist alles knüppelhart, sagt sie. Hat sie ordentlich geknetet und ich kann gerade den nicht wirklich viel benutzen. Habe jetzt auch heute noch gar nichts gegessen, muss ich sagen. Mein Brötchen ist gerade im Backofen, im Miniofen. Ich habe noch null. Ich bin losgefahren und danach habe ich mich nur kurz aufs Sofa gesetzt, in die Decke eingetüdelt. Ich wollte eigentlich nur kurz warm werden und bin eingeschlafen. Das Übliche, ne? Und habe einfach jetzt 2 Stunden und keiner hat mich geweckt. Alle laufen hier nur an mir vorbei und lassen mich schlafen. Ja, ich habe gerade 2 Stunden geschlafen, obwohl ich so viel zu tun habe. Naja, ist dann so, dann kann man das nicht ändern. Jetzt wollte ich den Vlog anfangen. Das heißt, als erstes den Kalender aufmachen und danach esse ich erstmal was. Und dann geht es auch weiter mit Bursch kochen, noch ein bisschen weiter im Wohnzimmer machen, dann einen ganz schnellen, einfachen Kuchen backen und so weiter und so weiter. Also zu tun habe ich ganz viel. Wir haben heute doch den 8. Naja, das ist jetzt die 8 aus dem Pinkbox-Kalender. Wo kriege ich das auch jetzt? Und da ist ein Ding dran, irgendein, was ist das? Cool Collagen Plumpings Lipstick. Okay. Was auch immer. So ein Lippenstift ist drin. Cool Collagen. Das heißt, das muss irgendwas machen, ne? Nicht nur jetzt einfach Lippenstift, sondern es ist irgendwie, hat bestimmt irgendeine Wirkung. Muss ich vielleicht mir, mein Brötchen ist fertig. Muss ich vielleicht mal irgendwo nachlesen. Ich mache ihn auf. Guckt mal, was für schöne Farbe. Das ist eine richtig tolle Farbe. Ich liebe diese Farbe. Moment, wir malen uns mal ran. Okay. Das ist jetzt die 8. Bin sehr gespannt. Macht das was? Cool Collagen? Collagen ist ja eigentlich, nimmt man doch bei irgendwas gegen Falten und sowas. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, wie ihr merkt, ne? So, das war jetzt die 8 aus dem Kalender. Und hier habe ich direkt die 8 bei Just Spices. Und da haben wir, was haben wir? Texas Barbecue Mix. Habe ich gestern gesehen im Laden, in der Originalverpackung. So Originalgröße. Habe noch gedacht, nimmst du mit, nimmst du nicht mit? Habe ich jetzt erstmal gelassen. Hier ist das aus dem Just Spices Kalender. Texas Barbecue Mix, was auch immer. Also ich muss wieder gucken, was man damit macht. Und jetzt gucken wir mal nach Schokolade. Ein Nilpferd, guckt mal, ein total süßes Nilpferdchen. Genau, jetzt
werde ich einfach erstmal essen, mein Cappuccinchen trinken. Ja, meine erste Mahlzeit heute am Tag und das um 1 Uhr. Okay. Und dann nehme ich euch einfach mit, bei was auch immer ich noch heute schaffe. Viel wird es wahrscheinlich nicht sein. Mal sehen. Schade. Hätte ich bloß mich nicht hingesetzt, sondern gleich losgelegt. Ja, ihr Lieben, und jetzt geht's auch schon los. Ich habe vorhin die Kinder gebeten, mir die Kisten runterzubringen vom Dachboden, in denen noch weitere Weihnachtsdekorationen und vor allem Weihnachtsbaumschmuck drinne waren. Und jetzt gucke ich erstmal mit Isi zusammen, was da alles drinne ist. Und dann versuche ich ein bisschen noch was aufzuhübschen, soweit es geht. Ich muss heute noch ein bisschen was anderes machen. Ich unterbreche nachher auch, aber erstmal machen wir ein bisschen mit Isi was hier, ja, hübsch. Ich habe das Weihnachtsdorf jetzt oder die Weihnachtsstraße, wie auch immer, auf der neuen Einrichte oder Sideboard platziert. Ich habe leider keine Watte gefunden, muss ich gucken, wo ich die habe. Aber erstmal haben wir da so ein weißes Tischdeckchen drunter gelegt und haben jetzt gerade noch ein paar von den, ja, so batteriebetriebenen Teelichtern reingepackt, damit es auch ein bisschen leuchtet. Und in der Zwischenzeit vorhin hat Dirk schon den Baum aufgestellt. Also den muss man ja nur zusammenstecken und ein bisschen auseinanderfummeln, ne? Da hat er nicht ganz so dolle die Arbeit geleistet, Isabel und ich mussten ein bisschen noch was nachbessern mit dem Auseinanderfummeln. Und dann haben wir, ja, gedacht, wir schmücken den. Aber irgendwie stand er nicht ganz gerade. Also irgendwas war da. Dirk hat dann was unter den einen Fuß gepackt, sodass wir dann auch schmücken konnten. Bevor wir schmücken können, müssen wir aber natürlich erstmal die kabellosen Kerzen wieder bestücken. Ich habe ja natürlich nach letzten Weihnachten die Batterien entfernt, damit da nichts oxidiert oder so drinne. Und jetzt müssen wir natürlich neue Batterien da reinpacken und gucken, welche noch leuchten und welche nicht. Und genau das machen wir gerade da auf dem Fußboden. Und dann kommt auch Dirk schon wieder zurück, der war nämlich spazieren gegangen. Und wir machen da die Lichterkette, die wir gestern gekauft haben. Wir haben ja eine gekauft mit Kabel, ne, mit Stecker. Und die stecken wir jetzt an den Baum zusammen. Und danach hole ich wieder Isabel und wir schmücken einfach unseren schönen neuen Baum zusammen. Dirk hilft dann ein bisschen hier und da, vor allem so mit der Spitze aufsetzen und so weiter. Aber die meiste Deko für den Baum, die machen dann wie immer eigentlich in den letzten Jahren Isabel und ich zusammen. Ist irgendwie so unser Mädchending geworden mittlerweile. Hat auch viel Spaß gemacht, also das war wirklich wieder schön, zusammen den Baum zu dekorieren. Christian ist leider ziemlich dolle erkältet, kam so gestern ungefähr raus bei ihm, ne? So, da konnte er kaum sprechen, irgendwie die Stimme ganz doof und Nase und Herpesbläschen auf der Lippe und Husten und so weiter. Davor ging es ihm gut, sodass die zusammen die Möbel aufgebaut haben, aber jetzt liegt er mehr oder weniger flach, deswegen konnte er nicht wirklich helfen. Naja, und Raffi hatte keine Lust. Typisch Teenager gerade. Ja, jetzt stecke ich noch die kabellosen Kerzchen dran, mache die alle an, alles leuchtet wunderschön und dann geht es ans richtig Dekorieren. Und wir haben uns dieses Mal für so ein, ich sag mal, rosa Flieder, so die Richtung, ein bisschen Gold und so entschieden. Nicht zu bunt, obwohl ein paar bunte Sachen sind schon dabei. Die schönen Kugeln, die ich letztens euch gezeigt habe, die mir eine Abonnentin geschenkt hat, also mit Päckchen, ne, gekommen, habe ich natürlich auch an den Baum gehängt. Die haben auch ihren Platz. Die sind ganz vorne richtig gut sichtbar, gleich als erstes dran gekommen. Und an den Kugeln haben wir uns dann mehr oder weniger orientiert. Aber leider haben wir in der Farbe tatsächlich so gut wie gar nichts an Weihnachtsbaumschmuck. Da muss ich noch vielleicht irgendwie Montag oder so gucken und mir ein bisschen noch was zukaufen.
Aber ich finde, so für den Anfang haben wir das ganz gut gemacht. Wir haben auf jeden Fall aber diese Weihnachtssterne, die wir gestern mit Dirk gekauft haben, auch dran gemacht und die sind einfach nur wunderschön. Also das Einzige, was nicht ganz so farblich passt, sind die Zuckerstangen, aber ich fand, die müssen unbedingt dran. Und rosa und ein bisschen rot geht eigentlich, finde ich. Und diese bunten Geschenke, die ich gestern gekauft habe, die mussten auch unbedingt auch dazu. Mal sehen, ob ich irgendwas in der Richtung noch kaufe oder so und dann ein bisschen das Ganze rosa aufmische. Auf jeden Fall gefällt es mir jetzt schon mal ganz gut, was wir da gemacht haben. Ein bisschen fehlt was. Ja, da versucht Isi gerade erstmal selber die Spitze dran zu stecken, aber klappt nicht. Die hatte Angst gehabt, ein bisschen da doller zu drücken, zu machen. Dirk ist da rigoros. Zack, rangeklatscht. Fertig. Ja, wir haben ganz viele Kugeln in Rot, in allen möglichen Farben, aber nicht in Rosa. Komisch. Zwei Mädchen im Haus und keine rosa Kugel. Das müssen wir unbedingt die Tage beheben. Aber für den Moment geht das so. Und dann muss ich unterbrechen, das ganze Rumgeschmücke, weil ich noch das Essen fürs Wochenende kochen muss. Und genau das mache ich jetzt. Ich gehe in die Küche und bereite schon mal alles vor. Die Hühnerstelzen, die habe ich vorher schon abgekocht und rausgeholt, damit sie abkühlen können. Und jetzt schäle ich das Gemüse, was man für Borsch braucht. Also rote Beete, Möhre, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch. Mir ist das auch nicht. Man hätte noch ein bisschen Paprika vielleicht reinnehmen können. Dann habe ich auch meine selbstgemachten Gläser, die hier so eingemachten Gläser Sauerkraut geholt und ins Wasser gepackt, damit es ja die stärkste Säure schon mal ein bisschen ausgespült wird. Ja, und wenn das Gemüse und alles geschält ist, dann schneide ich das alles so, wie es mir passt. Die Kartoffeln ganz klein, die Zwiebeln auch und die rote Beete und Möhren, die werden gerieben. Ich musste gerade nur ein paar Kartoffeln dazu holen, weil ich vorhin im Bottich da nicht genug hatte. Oder in einem Säckchen, das da noch lag. Ja, jetzt mache ich das alles fertig und wie genau, was ich jetzt vorhabe zu machen, zeige ich euch ein bisschen näher dran. Obwohl es auf dem Kanal eigentlich schon mehrere Videos gibt, in denen ich auf unterschiedlichste Art und Weise Borsch koche. Ich zeige es nochmal trotzdem. Ich unterbreche jetzt mal das ganze Baum- und Wohnzimmergeschmücke. Moment. Ich unterbreche das Ganze und mache jetzt Essen fürs Wochenende. Und zwar Borsch. Mir ist nach Borsch, also muss ich auch Borsch kochen. Kann keiner hier sowieso. Von daher, ja. Ich habe hier schon drei Hühnerstelzen abgekocht. Die pulle ich gleich noch ab und gebe das Fleisch wieder zurück in den Topf.
Hier drinnen kochen schon die Kartoffeln. Die haben schon angefangen zu kochen. Deswegen gebe ich einfach mal mein selbstgemachtes Sauerkraut, das ich vorher kurz in Wasser gepackt habe, rein. Ne? Einfach mal mit den Händen ein bisschen abdrücken und reingeben. Das mit dem Wasser ist einfach, damit das Sauerkraut ein bisschen milder ist. Etwas die Säure dem Ganzen rausnehmen. Kalt. Das Sauerkraut war im Anbau. Dementsprechend ist das auch kalt. Aua. Zack. Sauerkraut habe ich jetzt schon drin. Ja, vollkommen ausreichend. Es sind 1,5 Gläser. Ich hatte noch ein halbes Glas stehen, also was ich schon angefangen hatte, für was anderes genommen. Und deswegen passt das. Hier in der Pfanne habe ich ein bisschen Butterschmalz gerade reingepackt. Es ist jetzt schon geschmolzen und deswegen mache ich die Zajarka, also die Zwiebel. Also ich habe 2 Stück, etwas kleinere. Die werden jetzt angebraten. Und dann kommt die eine Möhre und auf jeden Fall die rote Beete. 2 Stück habe ich hier dazu und einmal 2 Stück Solo-Knoblauch. Wenn die Zwiebeln ein bisschen schon angebrutzelt sind, gebe ich einfach mal die Möhre rein. Und einen Teil der rote Beete. Einen Teil gebe ich jetzt in diese Jarka. Und dann lasse ich ein bisschen was über und gebe das direkt in die Suppe rein. Die rote Beete habe ich vorher mit Zitronensaft ein bisschen beträufelt, damit es einfach die Farbe hoffentlich ein bisschen besser behält. Wenn das Gemüse hier in dieser Jarka ein bisschen angebrutzelt ist, dann gebe ich einfach mal Tomatenmark rein, einen guten Schwung, weil das ist ein großer Topf, so auf jeden Fall ein bisschen mehr als eine halbe Tube. Röste das ein bisschen mit an. Ich kenne Leute, die das gar nicht machen. Die geben einfach das ganze Gemüse, so wie es ist, ohne anzubraten, in den Topf, in die Suppe rein. Und ja, ersparen sich diesen Schritt. Ich finde das einfach, dass es besser schmeckt. Und das hat schon meine Uroma so gemacht. Hier habe ich schon angefangen, das Fleisch abzupulen. Und das, was schon abgepult ist, gebe ich einfach zurück in den Topf rein. Gibt es morgen so einen Borsch mit Hähnchenfleisch. Hier gebe ich einfach vielleicht noch ein bisschen was aus dem Topf an Brühe rein. Sozusagen ablöschen. Damit man besser das Ganze vor dem Tomatenmark eingerührt kriegt. Und gebe den Inhalt der Pfanne einfach in die Suppe rein. Und jetzt gebe ich auch den nicht angebratenen geriebenen, oder die nicht angebratene geriebene rote Beete dazu. Und den Knoblauch. Also jetzt im Moment ist die Farbe einfach nur bombastisch. Ich hoffe, die bleibt jetzt auch so.
Ich probiere mal. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das Wasser gesalzen habe, als ich die Keulen gekocht habe oder nicht. Ups. Nicht wirklich. Es ist zwar schon ein bisschen salzig von dem Sauerkraut, außerdem habe ich ein bisschen Hühnerbrühe noch, also diese Bio-Bouillon, reingetan. Aber wirklich salzig ist die ganze Sache hier nicht. Also ein bisschen Salz und auf jeden Fall Pfeffer und ein paar Lorbeerblätter. Die müssen auf jeden Fall rein. Es ist ein Riesentopf, ne? So, ich glaube 8 Liter. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen kochen. Hier habe ich noch eine Keule, die mit rein muss. Und zum Schluss kommt einfach noch Dill aus dem Gefrierschrank. Ne? Der Tiefkühldill, Dill oder frischen. Ganz wie man es lieber mag. Wenn ich gar keinen frischen oder gefrorenen oder sowas habe, gebe ich einfach getrockneten mit rein. Aber für mich gehört Dill auf jeden Fall in den Borscht mit rein. Ja, jetzt habe ich aus dem Gefrierschrank Dill geholt und reingegeben und ein bisschen Salz noch, nachdem ich probiert habe. Und dann darf Borscht erstmal zu Ende kochen und ich habe 2 Orangen geholt und die presse ich mit ganz viel Mühe und Aua. Einmal durch, aber ich habe gedacht, ich mache das jetzt schnell selber, bevor ich erstmal warte oder rufe und sonst was. Ja, natürlich, ich weiß, doof, selbst schuld und so. Aber naja, das ging schnell. Es waren auch nur 2 Orangen. Wären es mehr, hätte ich mir garantiert jemanden zur Hilfe geholt. Aber so habe ich das einmal schnell gemacht. Und dann wiege ich alles ab, was ich so mir denke, ich in den Kuchen reinnehmen möchte. Und zeige euch, was ich jetzt für einen schnellen, wirklich sehr, sehr schnellen Kuchen mir fürs Wochenende überlegt habe. Der Borscht blubbert jetzt vor sich hin. Der Baum wartet erstmal noch ein bisschen. Und das Wohnzimmer. Ich mache jetzt noch einen ganz, ganz schnellen Kuchen. Tatsächlich mega schnell. Ich habe hier nämlich ein paar, 2 Stück, genau 200 Milliliter Orangensaft, selbst gerade ausgedrückt. Das mussten nämlich 2 Orangen, die ich letztens, also vorher schon mal gekauft habe, unbedingt verbraucht werden. Die will aber keiner mehr essen. Die sind eben nicht mehr so schön. Deswegen habe ich die jetzt ausgepresst und mache einen einfachen Orangenkuchen. Höchstwahrscheinlich sogar irgendwie sowas vom Blech oder Blechkuchenform, ne? So das, was ich da habe. Auf jeden Fall keine Torte oder sonst was, davon hatten wir letztes Wochenende genug. Ne? Einfachen Blechkuchen mit Orangen. So, wir legen jetzt einfach mal los. 4 Eier. So, 4 Eier habe ich jetzt drin und dann habe ich hier so 200 Gramm Zucker. Ganz normaler Zucker. Und das fange ich an schon mal zu verrühren. Und dann nehme ich einen Becher Joghurt. Das sind 150 Gramm. Mehr brauche ich nicht. Einfach Joghurt pur. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Öl oder Butter. Das ist jedem selbst überlassen. Entweder 100 Milliliter zerlassene Butter oder 100 Milliliter Öl. Ich mache es mir heute einfacher und schneller und nehme einfach Öl. 100 Milliliter. Das muss einmal verrührt werden und
dann, ich glaube, ich mache jetzt hier in dieser Schüssel. In der Zwischenzeit habe ich hier ungefähr 350 Gramm Mehl und ein Päckchen Backpulver. Und das Ganze siebe ich einmal durch. So, jetzt habe ich sowas wie das hier, Orangenschalen, schon fertige. Natürlich kann man auch Orangen abreiben. Davon haben wir ja gerade in dieser Jahreszeit genug, ne? Aber ich mache mir das jetzt, tue mir das nicht an. Ich nehme schon fertige, aber nicht die ganze Packung. Die ganze ist ein bisschen viel, sondern die Hälfte. Die Hälfte reicht vollkommen aus. Und dann das Mehl und Backpulver, was ich gerade durchgesiebt habe, einfach dazu. Weil das riecht schon so schön nach Orangen. Und den Saft, den ich vorhin ausgepresst habe. Die 200 Milliliter. Und dann muss man gucken, da ich mir das gerade wieder komplett ausgedacht habe, muss man gucken, es kann gut sein, dass wir ein bisschen mehr Mehl oder Grieß oder irgendwie sowas benötigen. Grieß habe ich noch gar nicht dran, ne? Aber ich glaube, ich lasse das heute auch mit dem Grieß. Ich siebe jetzt einfach nochmal so um die 50 Gramm Mehl dazu und gebe das noch mit rein. Damit der Teig für mich die richtige Konsistenz hat. So schaut der Teig jetzt aus. Und den fülle ich jetzt einfach mal in meine Blechkuchenform, ne? Das ist die mit dem etwas höheren Rand, die Springform, und packe in den Backofen. Und zwar bei 180 Grad Umluft, ungefähr 25-30 Minuten. Muss man halt beobachten, dass er nicht so dunkel wird, und mit dem Stäbchen immer mal reinpiksen, ob das durch ist oder nicht. Da ich gleich eh den Backofen brauche, kann er schon mal vorheizen mit dem Kuchen. Ne? Die Jungs waren vorhin los und haben Brezeln geholt. Das wird unser Abendessen gleich sein. Genau. Das heißt, Kuchen mache ich gleich fertig. Und wenn der fertig gebacken ist und abgekühlt, werde ich einfach nur Puderzuckerguss drauf machen. Also ich glaube nicht, dass ich das euch jetzt zeigen werde. Puderzucker und Orangensaft oder so, ne? Das passt wunderbar. Zusammenrühren, drauf schmattern, fertig. Ich zeige euch nachher einfach nur noch den fertigen Kuchen, weil sonst wird es mir jetzt hier zu viel. Ich muss gleich noch einen der Kinder runterpfeifen, damit sie den Geschirrspüler machen und so weiter. Also, bis später. So, ihr Lieben, ich wollte euch jetzt die fertigen Werke zeigen. So viel ist es heute nicht. Ich habe heute nicht wirklich so großartig was gemacht, ne? Ich habe jetzt den Kuchen, den Orangenkuchen. Ich habe sogar ein Stückchen schon abgeschnitten, um euch zu zeigen, wie der drinnen aussieht. Guckt mal. Einfach nur mega fluffig. Ich habe ihn mit Puderzuckerguss, den ich mit, Moment, ich zeige euch, welchen Saft ich genommen habe. Einfach mal Saft, der gerade auf war. Das ist so ein Apfel-Orange-Passionsfrucht. Einfach damit angerührt, Puderzucker und den Saft, und drauf gemacht. Und dann habe ich aus dieser Packung, das hatte ich ja, glaube ich, letztes Jahr bei Norma gekauft, diese kleinen Sternchen noch drauf gestreut. Super lecker. Der Kuchen, also, sieht auch fantastisch aus, finde ich, und geht wirklich sehr, sehr schnell. Hier ist der Borsch. Da. Davon kann man nie genug haben. Es sind jetzt, okay, der Topf ist nicht ganz randvoll. Ich nehme mal an, so 7 Liter Borsch. Die nächsten paar Tage sind wir gut versorgt hier. Außerdem liebe ich ja Borsch über alles, Christian auch. Wir können den auch jetzt die nächsten 4 Tage essen.
Macht mir absolut nichts aus. Morgen schmeckt er auf jeden Fall noch besser als jetzt. Und er ist jetzt schon super lecker. Ich hätte ihn lieber gegessen als die Brezeln. Aber wir hatten heute zum Abendessen Brezeln. Und da war er noch nicht ganz so fertig gewesen. Ne? Genau. Der Baum ist fast fertig, würde ich mal sagen. Mir fehlt da ein bisschen was. Ich habe jetzt Dirk Auftrag gegeben, vorausgesetzt, die machen Montag nicht wieder schlecht Wetter, sondern fahren zur Arbeit, dass die auf dem Rückweg beim Bauhaus vorbeikommen, fahren. Also die fahren dran vorbei, aber die müssen für mich dann ranfahren und ein paar von diesen Weihnachtssternen noch besorgen. Je nachdem, in welcher Farbe die gerade da sind, es waren ja nicht mehr so viele, aber vielleicht haben sie jetzt Nachschub gekriegt oder so. Die Adventszeit ist ja noch nicht vorbei, ne? Vielleicht gibt es da wieder welche in diesem Rosé und auch in Bronze oder eventuell auch tatsächlich auch noch in Gold. Von den Sternen möchte ich ein paar noch haben. Ich werde euch jetzt auch am Ende des Videos einblenden, wie das Ding da, ne, dieses Weihnachtsbäumchen jetzt aussieht. Wir haben im Wohnzimmer nicht weitergemacht heute. Ich habe weder die Tischdecken groß irgendwie was draufgepackt. Es ist immer noch Chaos pur. In der Ecke stehen die Stühle, die Dirk runtergebracht hat, die vorher oben im Zimmerchen standen und so weiter. Aber der Baum steht und ist wirklich fast fertig. Also zeige ich ihn euch. Es kann auch sein, dass ich da gar nichts mehr dran ändere, dass ich da gar nichts mehr dran mache. Ja, und ansonsten war es das jetzt von mir. Mal gucken, ob ich gleich in die Badewanne gehe oder duschen oder einfach nur vor den Computer. Mal gucken. Aber für heute war es das. So viel habe ich euch gar nicht mitgenommen, leider. Aber es war mir heute nicht so ganz danach. Ne? Dadurch, dass ich halben Vormittag verpennt habe, wieder mal, das ärgert mich so dolle, war ich nicht ganz so besonders drauf nachher. Ja, aber das, was ich jetzt aufgenommen habe, werde ich gleich schneiden und für euch hochladen und ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, ist kostenlos für mich. Ja, kostenlos für euch natürlich. Für mich bedeutet das aber schon ein bisschen was, ne? Also die Zahlen sind nicht ganz unwichtig. Auf die Glocke klicken, dann verpasst ihr auch kein neues Video von mir. Ich weiß, dass letztens hat mich jemand angeschrieben, oh, ich habe dich abonniert, aber krieg ne endlich mal ein Video von dir. Wenn ihr die Glocke nicht aktiviert habt, dann werdet ihr nicht benachrichtigt. Ne? Mit der Glocke werdet ihr benachrichtigt, weil eigentlich gibt es jeden Tag ein Video von mir. Genau, und dieses ist jetzt zu Ende. Ich wünsche euch allen ein super, 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 super schönes Wochenende. Einen wunderschönen zweiten Advent. Genießt die Zeit mit euren Lieben, bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!